Leute und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play NBA 2K15. Be a GM, my GM, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir wieder der General Manager und ihr wisst es, oder die letzten Folgen gesehen haben, wissen es. Wir spielen mit den Chicago Bulls und haben unseren ersten Saisonsieg eingefahren gegen die Timberwolves. Stehen aber immer noch in der Bilanz 1-2 und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt hier gegen Orlando ja, den nächsten Sieg einfahren und die Bilanz damit dann ausgleichen. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, weil wir in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen nach einem Small Forward geguckt haben und der McDermott, den wir haben, der hat ein Potenzial von A+, und eigentlich ist er damit der talentierteste Small Forward, den ich so gefunden habe. In der Spielstärke, ja. Das Problem ist nur, McDermott ist ein exzellenter Shooter. Aber ich mag da eigentlich auch gerne auch mal so einen Mitteldistanz-Schützen, Schrägstrich Athleten, der zum Korb zieht. Und das Athletik war bei ihm nicht ganz so hoch. Aber gut, wenn er so ein Potenzial hat, haben wir die Möglichkeit, ihn ja ein bisschen nach jeder Saison in Athletik ein bisschen zu pimpen mit Trainingslagern. Da ist der McDermott. Gibson. Shooting Guard. Stevenson. And the man in the middle. Joakim Noah. Und Point Guard Derrick Rose. Der ja gut ins Rollen kommt, so langsam aber sicher. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft für uns. Und ja, der Tag, an dem Derrick Rose sein Knie kaputt macht, wird ein trauriger Tag für uns. Und ja, oder sagen wir, die Chance, dass er sich in dieser Saison schlimmer verletzt, ist gegeben, ist vorhanden. Oh, springe ich zu früh. Weil wir haben uns ja in der letzten Folge so die Grafik angeguckt. Richtig, richtig anfällig bei vielen Körperteilen und ja, nicht so angenehm. Busch, na also. D-Rose. Aber wir halten jetzt an ihm fest, denke ich mal. Wobei er jetzt gerade irgendwie durch seine Leistung beflügelt ist und noch stärker rüberkommt, als er ohnehin schon ist. Also dem rein statistischen Wert wäre es wohl... Oh nein! Ja. Falsche Taste. Komplett falsche Taste. Also, sagen wir mal, es wäre jetzt nicht der schlechteste Moment, Derrick Rose, wenn wir es vorhaben, zu traden. Schreibt es, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, würde ein Trade uns gut tun? Wenn ja, auf wen sollen wir vielleicht gehen? Welcher Spieler würde uns helfen? Ich brauche eigentlich schon einen halbwegs anständigen PG. Aber so ein schöner Small Forward wäre natürlich auch was, ne? Müsste was Realistisches sein und nicht so verletzungsanfällig. Aber guckt es euch an, Leute. Er ist gut drauf.
Oh, Entschuldigung. Oh, ich glaube aber auch recht, ey. Ich werde hier krank. Also Fakt ist, ich will keinen alten Sack. Die junge, talentierte Geschichte gefällt mir schon echt ausgezeichnet. Ah! Haben wir Noah, genau. Und McDermott! Oh, der hat aber ein komisches Wurftiming. Das ging reichlich schnell. Ne. Ja, ich dachte. This guy's too good of a shooter to miss that look consistently. And Doris Burke spoke with Jacques Vaughn, DB. Jo. Jo. Halleluja. Oh, das war hübsch. Am Gegenspieler vorbei und dann ein Two-Hand-Dunk von der Baseline. Kann man so machen, wenn man Knieprobleme hat. Naja, viel zu viel Drives, die wir hier zulassen. Boah, der ist so heiß im Moment. Nimmt den Block, kommt rum und hat einfach die Schnelligkeit, die Athletik und den Willen, hier die nächsten Punkte zu machen. Channing Frye mit dem Foul. An uns, an Derrick Rose. Orlando making some changes. Harkless comes in for Channing Frye. And Luke Ridenour subbed in for Peyton. Chicago's gone 0-2 from deep here. And here's Stevenson. 11 points for him in that last game against Minnesota. Gucken, was der McDermott macht, oder? Outside Rose. Gehen wir mal hier runter. Right side Rose. The Bulls need to get a shot off here. The fadeaway. Und Ty Gibson zeigt, dass auch er durchaus im Post eine attraktive Option ist. Und Harkless mit dem nächsten Foul. Selbst schuld, ich will einfach nur hoch. Genau, Illegal Screen, jetzt habe ich es endlich. Danke an den Kommentator. Illegal Screen. So, Rose geht runter. Was haben wir? Brooks, Heinrich, Noah. Wer war da noch am Start? McDermott ist auch raus. Dann Levy natürlich. Und ich glaube hier unser Jugo, ne? Miotric, keine Ahnung. Oh ja, Foul gezogen. Luke Ridenour. Play. We have a chance now to show you which teams led the league in three-point percentage last year. Number five, the Bulls. You know, a solid three-point game can be the cornerstone of an effective offense. I mean, it adds a little pop and punch to what a team is doing offensively. And last year, this team was not made up of just good Aaron Brooks on the line. Unser backup PG. Although the season record wasn't the best for the Magic, they were pleased. Und Heinrich kann auf Shooting Guard ausweichen. Das ist eine gute Rotation, die wir da haben. Damit kann man arbeiten. Now here's Ridenour. He dishes it to Fournier. Passes it to Ridenour. Here's Fournier, guarded by Heinrich. The 11 footer. Wow, okay. Miritic sets the screen for Brooks. Off the pick. And that's two points on the layup. Ja, ist wichtig, dass Aaron auch ein bisschen mitspielt. Schöner Block und dann ist er rum. Da muss ich natürlich ziehen.
They set the screen out to the right wing. Harkless. Now here's Harkless, defended by Dunleavy. Harkless with the ball. Dunleavy lässt ihn dann doch irgendwie ein bisschen oftmals zu viel Platz. Und das rächt sich. So, Heinrich geht da hoch. Warum nicht? Für drei. Kann er. Hält sich den Rücken oder ist das hier eine Pause gewesen? Man weiß es nicht. Also mit Brooks kann ich recht gut verteidigen, finde ich. Er ist sehr flink unterwegs. Jetzt habe ich es natürlich gesagt. Die Zonenpässe vielleicht nicht immer so zulassen, Jungs. Er ist flink und läuft. Die Frage wäre gewesen, war der überhaupt noch in der Zeit? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Da der eh nicht reingegangen ist, müssen wir uns darüber auch gar keine Gedanken machen. 5 vor Ende des ersten Viertels. Derrick Rose mit sehr viel Energie. Und ja, die Roleplayer, Heinrich, gut, Gibson ist ja ist auch ein Starter, aber die Spieler, die halt nicht so im Fokus stehen, haben auch ihren Job sehr gut mit Bravour bisher erfüllt. Und Brooks auch. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier weiterläuft. Heinrich jetzt auf der 1. Lance Stevenson ist wieder da. So. Und das ist... okay. Das kriege ich mit dem irgendwann hin. Ich muss es mir nur irgendwann mal auch merken. McDermott hat einen ganz fiesen Schuss. Oh, den habe ich eigentlich nach hinten gepasst. Ich habe gesehen, dass das nichts bringt. Jetzt lassen wir uns hier gerade auf blöde Sachen ein. Ja. Ja, Lance, wir brauchen deine Athletik. Danke. Kommt um den Block rum und hier der 0-0er, der geht Schritt für Schritt für Schritt zurück und ja. Dann haben wir Schwung und dann kann er uns nicht mehr stoppen. Oh, das mache ich nicht gut. Incorporating the three-point shot, Steve, into his offensive package. Yeah, you know, Nicholson has some talent. The key, if you're going to be a stretch four, you've got to be consistent from the outside. Nicholson only shot 31% from long range last year, so that's what he has to develop, is that consistent outside shot along with his defensive versatility. He does that, he'll have a long career. Erzwungen. The Magic trail by three. They double him with Stevenson. In the corner, it's Gordon. Oh, McDermott kriegt den Pass an den Ellenbogen und von da springt er ins Aus. Ne? Ein bisschen hier Präsenz am Brett gleich schaffen. Bulls Bow! Let's take a look at the story on Lance Stevenson. Good season for him last year. Put up about 14 points a game, 7 rebounds and 4 assists. If it was an average player putting up those numbers, we'd say they were spectacular. Yeah, but for him, yeah, but he's low, Stokes. And how much does that tell you about the talent he has? Here we go. When the spectacular passes is average. 21 quick, 14.
Boah, schauen hier. Das ist einer meiner Lieblingsspielzüge. Ja, Lenz muss auch mal von außen treffen und er tut es. Für 3. So, das ist genau deshalb wichtig, weil der Gegner oder sein Gegenspieler jetzt natürlich ja die Muffe bekommt. Verteidige ich wieder so schlampig und weit weg, dann killt er mich mit dem nächsten Dreier. Gehe ich zu nah dran, und das hoffen wir ja, macht er es mit der Athletik fit. Frisch. Na, ihr wisst schon. Oh, da habe ich eigentlich nicht hinpassen wollen. Oh, das kann er gar nicht. Aber er hängt immer in der zweiten Ball an. Den Harkholz. Und das gibt uns jetzt endlich die Gelegenheit, hier auszuwechseln. D-Rose wird zurückkommen und auch, ja, wir sehen es ja hier. Mein kleiner Liebling Andrew Bynum kriegt ein bisschen zu wenig Einsatzzeit. Den kriege ich schon wieder frisch. Macht euch keine Sorgen. Ein ausgezeichneter Center mit viel Power und Athletik. Ein guter Defense-Spieler. Oh, da wollte ich ihn schon, als er hochging, innerlich feiern. Oder ich habe ihn schon innerlich gefeiert. Ich war mir klar, dass er den wegblockt. Oder ich hätte drauf spekuliert. Ach ja, da war ja das Wurftime-Problem. Ja, ich bin drüber. Ich bin jedes Mal bei dem drüber. Ich kann mir das Stand jetzt noch nicht einprägen, aber Indiana Ehrenwort, das wird. Derrick Rose mit dem Seal und... Oh, willst du mich ärgern? Wie geil war das denn, bitteschön? Da legt er sich das Ding selber gegen das Brett. Da war doch gar nicht, oder? Ich bin... Warte mal. Ja, hör doch auf. Egal. Pff. Anscheinend alles gut. Wunderbar. Mir gefällt's. Eigentlich sollte der auf Stevenson noch gehen, aber gut. Ja. Verdammt. Ja, ich bin rumgehüpft wie ein Wilder. Ja, auch die Magics haben eine Trefferquote von jenseits der 60%. Das sollte sich dann bitte auch in der zweiten Halbzeit wieder regulieren und dann sieht das gut aus. Oh ja, oh ja, natürlich. D-Rose, unser Go-To-Guy, unser Starspieler, unser Franchise-Player. Und Timeout Orlando. Pick and roll. He said he developed it on the playgrounds of Southside Chicago. You didn't call foul, so you just had to find a way to get your shot off before the contact. Vucevic dishes to Fry. He feeds it to Harris. Oladipo, the pass to Payton. Back to Oladipo. 5 on the clock. No good off the back of the rim. And Rose working to develop his floater with, Steve, his left hand as well. Well, you don't see many players who can make a floater with either hand. Yep. Something like yep. That. Man merkt so richtig, wenn er in Schuss kommt, du weißt genau, jetzt ist am Gegner vorbei und jetzt kann ihn relativ wenig stoppen. Außer hier jemand, der zur Help-Defense kam. Nee. Ah, hat er schon. Ich bin noch am Hüpfen. So, kurzes Wurftiming. Okay. Und das ist nämlich Andrew Bynum. Woo! Second Chance Points! Und dann noch für 3.
Killer, die Magics gehen gerade hier tierisch unter. Ganz wichtiger Vorsprung jetzt. Und das ist ein Foul von Stevenson, okay. Er hätte ihn laufen lassen sollen, bei einem war in Position. Das hätte mit viel Schmerz enden können. Oder er wäre drin gewesen, schwer zu sagen. Wird uns noch gleich die Chance geben, hier für den letzten Angriff. Ja, okay. Ah, schlechte Wurfauswahl. Egal. Und Benny ist am Start. Oder Bernie? Benny? Benny the Bull? Bernie the Bull? Was klingt denn besser? Egal, der Bulle ist am Start. Der Sprint-Halbzeitbericht. Jetzt, guck mal, jetzt haben wir sogar hier 59% und 4 Turnovers von den Magics, wir nur einen, obwohl wir eigentlich prädestiniert sind für Turnover. Ich kann das, ich bin da echt gut drin. Channing Frye mit 4 Rebounds auf Seiten der Magic. Lance Stevenson mit einem Assist, sehr stark. Danke Sprint für diesen ausführlichen Halbzeitbericht. What a game for Roach. He has 10 vor. Und wie gesagt, bei 6 Minuten pro Viertel ist das ein guter Spielstand. Oladipo und Payton. Harris, Pump Fake, wird nix. Wir greifen mal kurz rein. Und Ty Gibson mit dem Over-the-Back-Foul? Hä? Ich habe da keinen anderen mehr in der Zone gesehen. Wie kann das dann Over-the-Back sein? Komisch. So, Channing Frye. Auch so ein Power-Forward-Center, der sehr wurfstark ist. Oladipo. Und das ist jetzt aber endlich der Rebound, den wir brauchen. Und das ist ein Alley-Oop auf Lance Stevenson! Assisted by D-Rose. Ganz genau so wollen wir es hier sehen. Im United Center brennt das Dach, die Bulls kommen ins Rollen. Vucevic fast mit dem Turnover. Hat er Glück, dass er da noch im Ballbesitz bleibt. Langes Ding. Die Antwort für 3. Oladipo. Oh. Ja. Ja. Das war wieder ein Turnover der Marke blöd. Ich sehe, dass er eigentlich dazwischen ist. Ich habe dann immer noch innerlich die Hoffnung, er könnte ihn ja hoch drüber passen, aber das machen sie ja selten. Das ist ja das Problem. Das ist ja, sie stellen sich ein bisschen dumm an beim Passen. War blöd. Payton's got 6. And as you said, when it comes to the Magic, if you can't score consistently, you're in trouble. I mean, they've definitely got to figure out how to be more dynamic on the offensive end. Und Jump Shot aus der Mitteldistanz von Derrick Rose. Well, he's clearly feeling it, Clark, coming off that fantastic game last time out. Here's Payton. 17 Punkte. He kicks it to Harris. He dishes it to Oladipo. Passes it to Payton.
Stevenson against Oladipo. And that time, but it drops. Oladipo's got 5 points in the quarter. I like the way they're working the ball. Oladipo wird frech. Pick and roll offense, pick and roll, pick and roll. And it's Heinrich in for Derrick Rose. So Orlando going with an almost entire... Das alles ohne D-Rose. Nicholson's checked in for Vucevic. Gordon comes in for Channing Frye. Maurice Harkless is checked in for Harris. And Gordon's subbed in for Victor. Wir gehen in den Post. Oh nein. Falsch gefadet, falsche Richtung gedreht. Oh Mann. Och! Dritte Foul von Lance. Second half of play and we're 3 minutes into the third here. Kicks it to Gordon. Dishes to Ridenour. Woo! The steal. Let's it go from deep. That's good from McDermott on the assist. McDermott! 3, eiskalt. Noah's energy and hustle. His offensive rebounding is a huge plus for their offense. His speed in transition creates problems for the opposing big men as well. Ben Gordon, ein ehemaliger Bulle übrigens. Hä? Heinrich against Ridenour. Six on the shot clock. Miritich dishes to Stevenson. Oh ja, starker Move. Mit auslaufender Shot Clock. Lance Stevenson. Scheiße. Ich hab da den Pass kommen sehen. On the perimeter against screen and roll when he switches out onto point guards, he's unmatched in that game. Scheiße. Oh, das ist frech und erfolgreich. He's gonna keep banging those home if you give him that much space. Oh, das ist ein Foul, ja. Ich wollte schon sagen, er pfeift das nicht. Das ist ja richtig Kontakt. Kirk Heinrich verwandelt in beide Freiwürfe und wir bleiben mit 11 vorne. Ohne D-Rose auf dem Feld halten wir uns relativ flott. Fournier. Harkless hat viel Platz, aber ist anscheinend nicht so der Mitteldistanzschütze. Und wir riskieren mal hier was. Wir riskieren mal hier was und werfen das Ding aufs Eisen. Schön. Nah am Schrittfehler. Na also. Fastbreak mit 3 abschließen. Entweder wirst du ausgewechselt oder gefeiert. Manchmal wirst du auch gefeiert und trotzdem ausgewechselt, weil der Coach das eher unwitzig findet. Ja, gutes Foul von Aaron Brooks. Na doch, Noah können wir drin lassen, ne? Ja, ich will ein bisschen Defense haben hier. Crafty penetrating and finishing around the rim, and he's also been a good three-point shooter in the NBA from day one. Here's Dunleavy, defended by Harkless. Miritich passes to Dunleavy. Out to Brooks. Feeds it to Miritich. Heinrich from outside. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ne? Ich da keinen Angriff irgendwie, keinen Spieler so gesehen, wo ich dachte, oh ja, den können wir jetzt anspielen. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir 18,9 Sekunden. Ja, jetzt brauchen wir auch keinen Wechsel gleich mehr. Brooks.
Der passt, wollte ich gerade noch sagen. Da war ich mir ziemlich sicher, dass der reingeht. Oh. Aber dem war nicht so. Sehr schade. Und ja, der Vorsprung ist aber auf 11 geblieben. Das ist das Kuriose. Alles gut, alles wunderbar. So, eine kleine Vorschau. Am 5. November kommt Chris Paul, CP3, mit dem Los Angeles Clippers. Na, direkt hier Nachbarschaftsduell nach Golden State. Stephen Curry. Und der hat uns ja in den Spielen gegen Golden State ordentlich, in der My-Player-Karriere natürlich, ordentlich Saft gegeben. Besiegt haben wir sie trotzdem, aber ja. Das war schon echt nicht angenehm. Sensational Feat. Not only does he do it, but he powers it down from there. Yeah, the timing of these plays are just phenomenal. Oh, und dann verwirft er noch. Aber Andrew Bynum! Wow, und den macht er nicht. Das ist ja äußerst schade. Oh. Also, Bynum mit dem Offensiv-Rebound und eigentlich leichte Beute. Oh ja, das könnte... Oh! Kein Foulpfiff! Unverlegt! Ja, macht er nicht. Ja. Kommt, Leute! Leute! Ernsthaft! Muss ich mein Bein im selber steuern hier. Gibt's nicht. Ja. Ah, fuck! Jedes Mal musst du da runter gehen, um helfen, musst du da hingehen, um zu helfen. Und dann kommst du zu spät zum Rebound. Ja, das war ein starker Spielzug. Schön verlaufen, dann die Ballübergabe, die Lücke war da. Und dann hat er da nur noch einen in der Mitte. Und den macht er natürlich auch frisch. Im Optimalfall. Schön. Pick and Roll Offense, Druck unter eigenem Korb. Ja. Ja. Sehr gute Ansage. Kann ich so nur unterschreiben. Oladipo. Ach, häng doch dem Heinrich jetzt nicht noch das Foul an. Wofür denn? Für gute Defense oder was? Da ist keine Berührung, nix. Das ist alles super. Vorher auch nix gewesen. Meine Güte, jetzt kriegen sie aber hier wirklich die Punkte gerade geschenkt. Die sie dann noch verwerfen. Aber das ist Kaka. Groß Kaka. Noah kicks to Rose. Shot clock at 5. McDermott with the screen for Rose. Here's Noah. Foul. Und drin. Ja. Nein! Die Shotclock ist runter. Und ich dachte, er wollte was faul. Ich habe sie natürlich ticken hören. Klar, aber... Ich dachte... Was für ein perfekter Abschluss für diesen Spielzug. Scheiße. Und dann ist die Shotclock down. Der Ball ist drin gewesen. Alles gut. Ja, jetzt vergiss es doch mal. Na also. Derrick Rose, born and raised on the south side of Chicago, now playing for his hometown Bulls.
Born and raised on the south side of Chicago. Heimat verbunden hier, das ist doch schön. Born and raised in South Chicago. He took the midnight train going anywhere. Falscher Song, oder? Zumindest anderer Text. Ach, Leute. Einmal nur einen verkackten Rebound holen. United Center, steh auf! Aber, keine Ahnung. Worauf ich auch Bock gehabt hätte, so historische Teams. So ein schönes historisches Roster. Und dann, boah, die Bulls mit Rodman und Jordan und, ich erwähne Pippen mit Absicht nicht. Weil ich, ja, mit Pippen nichts anfangen konnte, kann. Oh. Ja, der wird richtig frech hier. Unser kleiner McDermott, ich lerne langsam, wie ich mit ihm schießen muss. Und was er kann und was er nicht kann. Und das, mein Fehler. Naja, weil ich mit Rose nicht da war, übernimmt Noah. Da hatte ich zu viel Zeit, glaube ich. Ich wollte es schön machen. Und das war ein Block, mein Freund. Kann er eigentlich. Aber ich treffe nicht gut. Doch. Schwein gehabt. Beziehungsweise ich habe nicht gut getroffen, aber trotzdem Schwein gehabt. Lance Stephenson! So, das Team entwickelt sich langsam. Man muss ja sagen, okay, die Magic sind jetzt ja auch nicht die Gegner. Knicks und Cavaliers waren schon richtige Brocken. Gar keine Frage. Aber auch die Spiele hier müssen erstmal gewonnen werden. Und da sind wir doch momentan auf einem guten Weg und nutzen die Möglichkeit, um unser Team kennenzulernen. Hier verlieren wir mal ein bisschen den Ball an Payton, weil ich mit einem Crossover mitten in den Rhein dribbel. Oh. Oh. Jo. Oh. Guck mal an. Da war ich mir aber auch wieder sehr sicher. Yep. 58, 49, nichts passiert und ja, ihr seht es, die letzte Minute wird gleich anbrechen. Das heißt eigentlich, auch wenn er jetzt den zweiten auch macht, es sind 7 und 7 sind eine Menge. Gibson back to Rose, double team on Rose, deflects the pass. Irgendwie werfe ich gerade aber auch dumme Bälle, oder? Pässe. Well, that pass had just a little bit too much heat on it for him to make a clean steal. Yeah, I think it would have been a tough catch for either of them. Shot clock at 6. Here's McDermott. Oh, killer! McDermott, killer! McDermott! Oh ja, wir waren auf der Suche nach einem neuen Small Forward. Wir brauchen keinen Small Forward. Wir müssen uns halt nur darauf einstellen, dass er ein Shooter ist. Sonst nichts anderes, bis wir zumindest die Saison abgeschlossen haben und ein bisschen ins Trainingslager gehen können. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie sich seine Athletik entwickelt. Vielleicht backen wir uns da einfach einen Spieler. Ja, Bynum hat natürlich sehr viel Power und Masse, die er da mit sich mitschiebt und
fallen mir nur wenige Center ein, die das vielleicht verteidigen können. Souverän haben wir dieses Spiel hier nach Hause gefahren, sodass sogar John Salmons jetzt noch eingewechselt wird hier. Naja, 4 Sekunden. Dieser Korb-Erfolg macht da auch nicht mehr so viel von. Und Salmons, komm hier. Na klar. So, wir fahren den nächsten Sieg ein und endlich mal auch einen Heimsieg. Das heißt, wir haben die Bilanz auf 2-2 gestellt. 2 Siege, 2 Niederlagen. Und ja, wichtiger ist aber, dass wir das Team immer mehr kennenlernen. Das ist wirklich das Beste, was wir aus diesen Spielen gegen diese vermeintlich schwächeren Gegner ziehen. Und ja, Derrick Rose natürlich wieder Spieler des Spiels. Was anderes kann man ja schon fast gar nicht mehr erwarten. Schöne Sache. Gefällt mir und ja, Stevenson ist zwar immer noch ein bisschen angeschlagen hier wegen seiner Verletzung, aber ihr habt ja gesehen, er kann auch schießen. Und McDermott kann nur schießen. Was hat der denn? B-plus von jenseits der Dreier, besser als D-Rose, das ist doch cool. McDermott A-minus. Ne? Können wir uns nochmal kurz angucken hier. Ein A-plus im Potenzial, ein A-plus. Bynum übrigens auch. Den Bynum, der ist 27, den kriegen wir wieder hin. Eigentlich müsste hier aber auch grafischmäßig Verletzungen alles rot sein bei Bynum, oder? Ach nee, hatten wir ja schon geguckt, glaube ich, ja? Knie, ja genau. Ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Ja, sieht doch echt fein aus, oder? Noah, Steven, Ty Gibson ist auch. Das sind beides richtig gute Zonenverteidiger. Finde ich gut. Ja, Perimeter Defense. Ne, wir haben da echt schon ein feines Team zusammengestellt. Müssen halt mal gucken. Dann Levy läuft aus. Bynum, das ist jetzt nicht so wild. Das ist auch nicht so wild. Also die Verträge, die Ende der Saison auslaufen, sind nicht so wild. Bynum werde ich wohl verlängern wollen werden würde. Brooks eigentlich auch, weil er gefällt mir. Und alle anderen sind mir relativ egal. Fredette ist, glaube ich, noch, ja. Ja, Fredette würde ich dann auch noch so mit Perspektive verlängern wollen. Shooting am Point Guard, ja. Da müssen wir uns also auch nicht so die Riesensorgen machen. Hä? Hm. Konnten wir das nicht irgendwie umstellen hier? Nee. Fredette, Fredette, Fredette. Wo bist du? A plus Dreier. A minus Potenzial. Ja. Das ist so der. Können wir den verlängern hier? Den wir am Ende der Saison vielleicht nochmal irgendwie drüber gucken. Alles klar, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Und ja, das nächste Spiel ist hier gegen die Bucks. Sind die jetzt Gast oder sind wir da Gast? Ja, okay. Wir werden eine kleine Auswärtsserie hinlegen. Erst nach Milwaukee, dann nach Philly, dann zu Hause wieder gegen Boston. Und das sind 3 Spiele, die schon so ein bisschen richtungsweisend werden oder sein können. Ja, sehr schwammig. Haut rein, Leute. Tschüss.